Was geht, ihr Schädlinge, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tony Hawk's Underground 2. Wir sind das letzte Mal in New Orleans stehen geblieben und haben, glaube ich, auch Mike Bellelli genommen und schauen uns jetzt mal die Ziele an, die wir dann so chronologisch wieder bearbeiten werden. Wir fangen an mit Schwing das Tanzbein. Dazu muss ich erstmal das Radio finden, welches sich auf irgendeinem Dach hier oben befindet. Wie gesagt, Highscore Spielautomat mache ich deshalb nicht als erstes, weil man, sobald man das beendet hat, das Spiel automatisch speichert. Hier fahre ich raus. Hier möchte ich nicht lang. Ich suche gerade diese Garage. Ich glaube, die ist hier. Da kriege ich einen Boost nach oben. Genau, und hier falle ich erstmal hin. Und hier könnte sich irgendwo das Radio befinden, wenn mich nicht alles täuscht. Natürlich die Frage, wo das jetzt genau ist. Bin mir gerade nicht so sicher. Wir gucken nochmal das Bild an. Vielleicht hilft uns das. Also da hinten ist ein Schornstein und noch mehr Schornsteine und das heißt, ich muss nach diesen Backstein-Schornstein Ausschau halten, welche sich hier befinden. Hier ist schon mal einer, aber ich glaube, der ist da nicht mit auf dem Bild abgebildet. Auf dem Bild abgebildet. Vielleicht auch einfach da drüben. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber gut. Denn jetzt komme ich nicht bis ganz nach oben. Ich muss nach oben auf die Dächer. Ich glaube, da gehen wir jetzt einfach in so eine Tür hier rein. Und dann bin ich auf dem fast richtigen Dach. Ich muss nämlich darüber. Das heißt, ich gehe in die Tür rein. Und dann haben wir, glaube ich, das Radio gefunden. Wenn das hier irgendwo denn ist. Da ist es, genau. Super. So, mach die Tricks zur Musik. Wie in der ersten Map schon mal. Jetzt muss ich wieder ein bisschen konzentrieren. Yes, Baby! Damit hätten wir das auch geschafft. So, nächstes Ziel: Passagierdampfer-Slapper. Mache drei Sticker an den Passagierdampfer. Und dafür müssen wir. Da unten ist er schon. So, Nummer 1. Und das Lustige ist, dass der immer weiter wegfährt, je weiter wir. Oh. Je weiter wir dran fahren. Und bei dem letzten ist es ziemlich schwierig. Ihr seht schon, den letzten jetzt wirklich auch dran zu machen, denn man fällt dann meistens ins Wasser. Okay. Hat geklappt. So, next Ziel. Finde den Narren. Der ist nicht schwer zu finden. Der fährt hier nämlich auf dem Mardi Gras Wagen rum. Da ist er. Yeah. War jetzt nicht wirklich schwer, das Ziel. Markiere dein Gebiet. Wie auch schon in den anderen Welten, müssen wir hier alle Markierungen finden. Da haben wir schon eine gerade gesehen im Augenwinkel. Da gehen wir mal eben hoch. Und hätten schon eine fertig. So, die anderen. Ich würde sagen, das Ziel machen wir so ein bisschen nebenbei. Wenn wir welche sehen, können wir sie markieren. Und ich weiß immer, wo noch ein paar waren, aber ich weiß nicht immer, wo alle sind. Deswegen möchte ich mich an dem Ziel jetzt nicht festbeißen, weil sonst kann es sein, dass ich damit nicht fertig werde. Oder zu lange daran sitze einfach. So, wir haben oben auf dem Dach noch eins gesehen, das finden wir vielleicht später noch. Wasserturm Slap, da sieht man auch das Splat-Motiv. Erwecke die Toten, indem du alle fünf Grüfte am Friedhofen öffnest und rette New Orleans. Das können wir erst machen, nachdem wir die Gruft geöffnet haben. Die Grüfte. Wir müssen jetzt einen Slapper an dem Wasserturm machen und ebenso das Revier markieren. Da ist ein markiertes Dingensbumstens und dann müssen wir dafür hier oben drauf. Na, das nicht, sondern hier oben drauf und dann. Das ist eine schwierige Mission. Das heißt, ich öfters auch mal länger dran. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Ja, es ist, wie gesagt, man sieht, das ist echt schwierig. Man muss da nämlich perfekt rankommen. Ja, dafür haben wir zu wenig Speed. Das heißt, wir müssen doch hier oben drauf. Das wäre super gewesen, aber ich bin nicht gerade gefahren. Yes! So, dann habe ich, glaube ich, da drüben noch eine Markierung gesehen irgendwo. Kann das sein? Hat mich da was getäuscht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hinfallen wollte ich auf jeden Fall nicht. Habe ich hier noch eine gesehen? Ja, hier ist noch eine. Jetzt haben wir schon 4 von 5. Das heißt, die eine finden wir bestimmt noch irgendwann. So, markiere dein Gebiet, genau. Erwecke die Toten und rette New Orleans. Das heißt, wir müssen jetzt. Yeah.
So, wir müssen jetzt New Orleans. Erstmal die Untoten erwecken und dann New Orleans retten. Das heißt, wir fahren auf den Friedhof. Und ich habe gerade, merke ich gerade gar nicht auf die Uhr geschaut, wann ich angefangen habe, aber ich weiß es so ungefähr. Tut mir leid, ich muss mir das ganz kurz aufschreiben. Ich möchte die Folge nicht zu lang und nicht zu kurz machen. Deswegen schreibe ich mir ganz kurz die Uhrzeit auf. Alles klar, schon erledigt. Und wir müssen jetzt hier die Totenköpfe weggrinden, damit die Gräber sich öffnen. So, ein von 5 Grüften ist offen. Da haben wir jetzt gefailt. Die zweite ist auch offen. Man sieht schon, da fliegen dann so Geister rum. Beziehungsweise ja, die Untoten halt. So, die hier ist auch ziemlich einfach. Und dann hier oben noch die in der Mitte. Und dann kommt auch eine kleine Zwischensequenz. Die müsste jetzt kommen. Und nun ist die Stadt voll mit Zombies und Geistern. Wir müssen jetzt New Orleans retten, quasi das, was wir eben gemacht haben, umkehren. Aber davor möchte ich noch diesen Special-Gast hier finden. Ich glaube, wenn ich ihn anspreche, haben wir eine neue Zielliste. Jawohl. Dreirad gegen Zombie, Supermüll, Natas, Neversoft und Schilderwald. Wir speichern ganz kurz. Und wechseln wieder, weil... wenn ich New Orleans retten möchte, dann mache ich das lieber mit diesem hier. Denn das kriege ich leichter hin. So, wir müssen anfangen. Und zwar, mache zuerst einen Spine-Transfer in die Unterwelt. Grind als nächstes am Unterweltring. Springe raus und mache einen Airwalk über die Kirchenstatue. Airwalk. Muss kurz schauen, wie der nochmal ging. Rüber, runter. Also, ah ja, genau. Alles klar, dann fangen wir an. Und los, rein da. Und jetzt ein Airwalk über die Kirchenstatue. Nächste Zwischensequenz. So, wir haben jetzt quasi in einem Ritt New Orleans quasi erstmal mit Untoten bestückt und dann wieder gerettet. Markiere dein Gebiet. Mal gucken, ob der uns anzeigt, wo das eine letzte zu finden ist. Aber anscheinend tut er es leider nicht. Vielleicht, wenn ich darauf einfach so warte. Auch nicht. Okay, dann Highscore im Spielautomat. Den finde ich hier immer nicht so wirklich. Ich weiß nicht genau, wo der ist. Ich kann es jetzt erstmal nur kurz erahnen. Ich glaube, der war da oben auf irgendeinem Balkon oder so. Da muss ich jetzt nochmal schauen. Ich glaube, hier sogar. War der hier? Der ist immer so versteckt, der Spielautomat hier auf der Map. Ich weiß nicht warum, aber man muss ja auch mal ein bisschen suchen. Oh, ich falle mal runter. Oh, dann mal wieder hoch hier. Dankeschön. Nein! Ach, Mann. Ich bin irgendwie gerade unfähig. Ich halte jetzt einfach mal 9 gedrückt für den Fall, dass ich wieder runterfalle, so wie jetzt. Oh, ach ja, hier ist er. Alles klar. Hat sich das erledigt? So. 100.000 Punkte. Okay, wird schwierig. Aber nichts, was wir vielleicht nicht schaffen könnten. Wir versuchen es einfach mal. Oh, da wäre ich jetzt fast hingefallen. Oh, wir haben 67.000 und nicht mehr so viel Zeit. Da müssen wir noch ein paar Tricks machen. Nein! Ah, mein Gott, das hätte das hätte das quasi sein können. Aber irgendwie sollte es nicht werden. Oh, das wird ziemlich knapp. Okay, jetzt nochmal ganz schnell hier. Alles, was geht, irgendwie rausholen. Jetzt bloß nicht verkacken bei dem Menü, einfach noch ein bisschen warten. Oh, ich glaube, wir haben es. Nein, wir haben es nicht geschafft. Okay, ich speichere einfach mal. Wir versuchen das nochmal. Denn es gibt zwar, glaube ich,
nicht so viele Punkte da drauf, aber jetzt habe ich einen Sailflip gemacht und weiß nicht, wie ich den gemacht habe, aber der sah ganz cool aus. So, damit hätten wir schon 23.000. So, damit hätten wir schon 44.000. Jetzt haben wir noch einen Franklin Grind gemacht. Ich mache irgendwie die ganze Zeit Special Tricks und weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich die mache oder wie ich die mache, ehrlich gesagt. So. Jetzt dasselbe nochmal wie vorhin. Ich drücke die Tasten durch wie so ein Bekloppter. Ah, es wird wieder ziemlich knapp. Wir haben 100.000 Punkte. Wir können den Lauf beenden. Und jetzt wird einfach nochmal gespeichert. Denn jetzt haben wir es auch geschafft. Yeah. So, der fällt da gerade schon hin. Markiere dein Gebiet. Wenn wir das letzte finden, dann werden wir das auch machen. Textnachricht von Pauli. Hey Schweinebacke, lass es mich wissen, wenn du dich meinen Punkten näherst. Ich präsentiere den Ladies derweile. Was? Meinen frittierten? Pauli. Alles klar. Weiß ich ja Bescheid, was er meint. So, wir haben unseren Profi-Skater. Wir werden aber jetzt erstmal zu der Kreatur da hinten am Friedhof gehen, mit der wir ja schon quasi angefangen haben. Ah, ich habe schon ein Ziel gerade angefangen, fällt mir auf. Und zwar diesen Nata-Spin auf dem Schild, den ich eigentlich mit dieser Kreatur machen muss. Aber... Oh, das war jetzt zweimal sehr knapp. Da hatte ich jetzt richtig Glück, dass ich das geschafft habe. Wir werden trotzdem mal ein bisschen mit der rumfahren. Weil die ist ja nicht ohne Grund in dem Spiel drin und man möchte ja auch nicht die ganze Zeit nur mit dem Skateboard rumfahren. Ist ja auch mal eine kleine Abwechslung. So, Dreirad gegen Zombie. Beseitige dieser 10 Zombies, bevor sie die Stadt einnehmen. Das Problem ist, wir haben jetzt gar keine Zombies mehr, weil die Gräber noch zu sind. Das heißt, wir müssen erst wieder die Gräber aufreißen. Dann einmal hier bitte. So, als nächstes hier. Nein! Ach, der fällt immer so oft hin. Das ist das Problem an diesen Dreirädern, beziehungsweise an diesen ganzen Sachen, die kein Skateboard sind, dass sie die ganze Zeit hinfallen, weil man keine Taste drücken kann, dass die ordentlich landen. So, und jetzt noch die letzte Gruft, bitte. Dazu muss ich einmal hier hoch. Ja, das ist das, was ich meine. Der fällt die ganze Zeit hin. Ist ein bisschen schwierig, aber... Man gewöhnt sich mit der Zeit zumindest dran. Ach, jetzt. Ich sag dazu jetzt nichts, dass der die ganze Zeit hinfällt. Wir lassen das jetzt, komm. Leck mich doch am Arsch. So. Also so schwer kann es doch wirklich nicht sein, dass der Mist hier nur mit dem... Ach, egal. Ja, Zwischensequenz können wir überspringen. Die haben wir uns schon einmal angesehen. So, und jetzt nehmen wir den hier und werden die Zombies töten. Beziehungsweise umfahren. Einen von 10 Zombies beseitigt. Die machen echt komische Geräusche für Zombies. Muss man dazu sagen. Da ist noch einer. Und hier hinten ist vielleicht noch... Ja, hier ist auch noch einer. Yeah. So, wir brauchen noch 150 Punkte. Supermüll. Schnapp dir ein Dreirad und mache einen Superman Seed Grab über den großen Container. Superman Seed Grab ist quasi nur der Grab-Trick von dem Typen hier. Die Sache ist nur, ich weiß immer nicht genau, wo der Container ist. Das heißt, den müssen wir jetzt erstmal finden. Haben wir irgendwelche Anzeichen? Da hinten ist Mardi Gras Schild. Das Mardi Gras Schild... Hier. Das ist aber nicht der Supercontainer. Hier hinter kann ich nicht. Wo ist der Supercontainer? Ey, das gibt's da nicht, dass der mein Feld hier. Mensch. Ist der hier? Nein, auch nicht. Wo ist dieser Riesenmüll? Das ist so eines der Sachen, die ich mir immer nie merken kann. Vielleicht hier irgendwo. Ach, hier. Ja. Yeah. Ich sag nichts, dass der hinfällt. Okay, Schilderwald mache ich nicht, weil das kann immer ziemlich lange dauern.
Wir sprechen jetzt nochmal den Profi-Skater an, der sich irgendwo in der Mitte befand. Wo ist er? Da. Neue Zielliste. Noblin Street Spine. Wally am Wagen. Spine Transfer Combo markiere die Klammertafel. Manual über die Schächte für die Vögel. Gaslampenbezirk groß und mit Fokus. Wir werden mal ganz kurz was machen. Und zwar werden wir Rette New Orleans nochmal machen. Denn wenn, geht das ein bisschen auf den Nerv. Dass der hier so, ja. Oh ne. Egal, es hat trotzdem geklappt. New Orleans ist wieder gerettet, weil dieses Geräusch hier war immer ziemlich laut. Wir fangen mal an mit Manual über den Schächten. Da müssen wir einfach nur über diese Schächte hier drüber. Manualen. An dem Ziel habe ich teilweise auch richtig verzweifelt. Ja, genau deswegen, weil der immer kurz vor dem letzten Schacht irgendwie dann hinfällt. Ist mir ganz oft so gegangen. Ach, ich darf nicht abspringen. Was war denn das jetzt? Alles klar. Ich darf also nicht abspringen. Ach mein Gott, Typ. Schaff es doch bitte. Und nochmal das Ganze. Auf Anfang. Das ist nicht... Nee, komm. Da tue ich mir jetzt nichts. Mach ein Spine-Transfer über die New Orleans Straße. Welches Dach war das? Ich glaube, das hier hinten. Ja, kann sein. Ja, jetzt bin ich natürlich da nicht hochgekommen. Jetzt schon wieder nicht. Mein Gott, jetzt lass mich doch mal da hoch, bitte. Bitte. Ja, komm. Sei meckern nicht rum, dass du hinfällst. Sei lieber froh, dass du mich hast. wir müssen hier auch die Reklametafel markieren. Und die war hier auch irgendwo. Aber wir machen jetzt erstmal kurz das mit den Dächern. Der war gut. So. War jetzt nicht so schwer, ne? Wally am Wagen. Spine Transfer Combo. Okay. Das heißt, wir sind hier auf diesem Helikopterlandeplatz und fangen hier oben direkt an. Hä? Ach, eine Combo. Alles klar, ich hab's verstanden. Das heißt, ich muss hier nochmal ganz kurz hoch. Und was ich natürlich wieder nicht schaffe. Wir sind schon wieder fast am Ende der Folge. Aber jetzt habe ich mit dieser Spine-Transfer-Combo angefangen und würde das auch gerne versuchen, fertig zu machen. Und derzeit kann ich schon mal ganz kurz die Reklametafel suchen, die sich da oben befindet. Da können wir jetzt auch nochmal ganz schnell rangehen. Ah, das hat nicht so ganz geklappt. Und jetzt bitte. Warum hältst du dich da nicht fest, Freund? Ach, Mann. Er hält sich da einfach nicht fest, ne? Das möchte ich jetzt noch schaffen. Los. Jetzt hat er sich festgehalten, endlich. Und bitte, dein Auftritt. Auch immer sehr realistisch, wie die mit so ein paar wenigen Sprühdosen, Zügen, so einen riesen Spray dahin machen. So, jetzt machen wir eben noch die kleine Combo, die hoffentlich zu schaffen sein sollte. So, in der Combo bedeutet, wir dürfen keinmal den Boden absetzen. Das war aber jetzt eine Combo, das habe ich genau gesehen. Ich finde es ganz cool, dass man hier quasi in so einem schönen Ritt über die Dächer gleiten kann. Yeah. Damit hätten wir das auch geschafft und wir können theoretisch ins nächste Level. Wir bekommen jetzt bestimmt die Textnachricht. Okay, wir haben mehr Punkte als Bam zählen kann. Wenn du glaubst, du hast genug, komm ich besuchen. Wir verlassen das Ganze und damit beende ich auch diese Folge. Wir machen noch einige Ziele dann mit diesem Narren hier. Und noch ein paar Ziele mit dem Profi-Skater. Und dann würde ich sagen, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Tonyaks Underground 2. Bis dahin, haut da rein und viel Spaß beim Videos schauen. Tschüss.